Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad und der Ranger Garage. Heute zu dem Thema Differentialsperre an der Hinterachse. Wir sind hier aktuell privat im Offroad-Park Langenaltheim, um selber mit dem Ranger ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und es gibt immer wieder die Frage von den Kunden zu dem Thema Differentialsperre. Bei Ford heißt es in der Aufpreisliste Offroad-Paket. Und haben uns gedacht, da es da doch einige Wissenslücken gibt bei manchen Kunden, haben uns gedacht, wir machen mal ein ganz kurzes Video drüber. Und ich hoffe, man erkennt im Video ein bisschen was und es ist ein bisschen hilfreich und das probieren wir jetzt mal. Also grundsätzlich mal zum Differential. Das Differential ist das Hinterachsgetriebe. Hat grundsätzlich jedes Auto mit Heckantrieb hat ein Differential an der Hinterachse. Und der Ranger natürlich mit Heck- und Allradantrieb hat auch ein Differential an der Hinterachse. Und diese Differentiale kann man sperren, wenn man eine Differentialsperre hat. Und wir versuchen mit der Kamera das jetzt mal zu filmen, was genau das Differential ist. Schau mal, ob du mit der Kamera das drauf bekommst. Das Differential befindet sich hinten zwischen den Rädern und ist so als auch der tiefste Punkt am Fahrzeug. Und das verteilt die Kraft auf die hinteren Räder und hat, wie gesagt, grundsätzlich jedes Allradauto hat ein Differential an der Hinterachse. Und der Vorteil ist bei dem Differentialsperre, dass man diese Hinterachse sperren kann, damit eine starre Verbindung der hinteren Räder besteht. Und das demonstrieren wir jetzt mal ganz kurz. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man eine Kurve fährt mit seinem Fahrzeug, dass das Kurvenäußere und das Kurveninnere Rad unterschiedliche Wege zurücklegen muss. Das heißt, das Kurveninnere Rad hat einen kürzeren Weg als das Kurvenäußere Rad. Und dafür sind diese Differentialsperren nötig. Also dafür sind die Differentiale nötig. Das ist deren Aufgabe im Prinzip, um die Kraft vernünftig zu verteilen. Und es hat aber bauartbedingt hat es einen Nachteil. Sobald das Auto in einer Schräge steht, wird leider die Kraft durch das Differential immer auf das falsche Rad übertragen. Das heißt, das Rad, das keine Bodenfreiheit mehr hat, das hat den Grip und das Rad, was noch am Boden steht, das hat keinen. Und das probieren wir jetzt mal ganz kurz zu demonstrieren. Also wir haben jetzt den Ranger aktuell vor einen Steinhaufen geparkt und versuchen jetzt im Prinzip hier seitlich hochzufahren an dem Haufen. Und werden gleich sehen, dass durch die Verschränkung das hintere Rad keinen Grip mehr hat. Und Gerhard, wenn du willst, kannst du losfahren. Also wir machen das jetzt mal ohne Differentialsperre, damit man das ein bisschen genauer sehen kann. Also das Auto geht jetzt oben nach vorne. Und durch den langen Radstand verschränkt sich's. Er federt hier aus. Also man sieht schon, er tut sich extrem schwer. Und man sieht schon, dass hier keine Kraft mehr auf dem Rad ist. Und dadurch, dass er komplett ausgefedert ist, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter drauf fahren würde, dann wäre das Rad auch komplett in der Luft. Und das ist einfach so das Problem, was die Differentiale an sich haben. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite ganz kurz, um uns das andere Rad anzuschauen. Da gehen wir jetzt mal rüber. Verzeihung, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, aber das ist wirklich ein spontanes Video. Und man sieht hier, dass wir hier nahezu komplett eingefedert sind. Und das ist halt der Vorteil, also der Nachteil. Dieses Rad hätte noch Grip, aber das Differential verteilt jetzt die Kraft auf das Rad, was in der Luft ist. Und dafür gibt es Differentialspann. Und wir gehen jetzt nochmal auf die andere Seite und zeigen das jetzt nochmal mit Differentialspanne. Das Auto fährt aktuell im 2WD-Modus, also der Allrad ist nicht eingeschalten. Wenn wir jetzt in dieser Situation den Allrad dazu schalten würden, dann käme er natürlich über diesen Hügel. Aber wir haben jetzt das gemacht, bloß um uns ein bisschen zu demonstrieren. Und Gerhard, wenn du willst, einmal mit Differentialsperre. Gut. So,
Somit haben wir jetzt eine gerade Verbindung. Gut. Somit haben wir jetzt eine starre Verbindung zwischen den beiden Rädern und die Kraft wird auf beide Räder gleichmäßig verteilt und somit kommt er auch nach oben. Gerhard, kannst du nochmal zurück und Differentialsperre ausschalten? Wir haben nicht vor, dieses Video zu schneiden, deswegen ist manchmal ein bisschen... Genau, perfekt, gut. Jetzt ist die Differentialsperre draußen und man sieht, das Fahrzeug bewegt sich nicht mehr, weil hier einfach die ganze Kraft auf dieses Rad geleitet wird. Und das Rad auf der anderen Seite hätte die Traktion, kriegt aber die Kraft nicht. Gut, schalten wir die Differentialsperre ein. Man müsste es jetzt auch gleich sehen, wenn die Differentialsperre einrastet. Und einfach zurück mit Differentialsperre. Hat man es gesehen? Also es hat sich einmal kurz gedreht und dann hat es sich arretiert. Okay. Nochmal ohne Differentialsperre, bis du stehen bleibst. Ganz gleich von da. Gut, jetzt sieht man, es ist keine Differentialsperre drin und nur die Differentialsperre einschalten und weiterfahren. Und man sieht, jetzt müsste sich das Rad minimal drehen, bis die... Gut. Mit Differentialsperre vorwärts. Da hat man es gesehen, es hat sich einmal ganz kurz gedreht, dann war die Differentialsperre drin und ist eingerastet. Und so kommt man problemlos diesen Hügel nach oben. In schwierigerem Gelände ist es natürlich sinnvoll. Hier könnte man sich mit dem Allradantrieb helfen. Aber wenn das Terrain schwieriger wird oder irgendwelche Verstrengungspassagen drin sind, dann wird es problematisch. Dann ist eine Differentialsperre an der Hinterachse immer sinnvoll. Also, ja. Das war es soweit zum Thema Differentialsperre an der Hinterachse. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Informationen gebracht, dieses Video. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.